Ja, guten Morgen, Freunde. Da steht der Dirkis kleiner Panda. Und ihr seht schon, die Straßen sind hier schon relativ aufregend, ne? Da hinten in der Kurve. Ich nehme das gleich auch mal auf mit Action Cam. Ja, aber der Ausblick von hier oben ist schon mal genial. Ja, wir wollen heute auf den Kali Limni von Lastos aus, ca. 500 Höhenmeter, die wir noch machen müssen, dann zu Fuß. Das Ganze hat 1215 und ihr seht schon hier oben, ne, geniale Ausblicke, dass man direkt am Anfang der Wanderung, also es gab hier mal so einen Streifen, sonst haben die hier so Aussichtspunkte gleich null. Ja, fahren ist hier natürlich nicht ganz so einfach, aber das bekommt ihr hin. Huhu, Dirki. Ja, fahren wir weiter, ne? Ja, ihr seht, ne? Also erster, zweiter Gang. Ihr könnt natürlich auch schneller fahren, Leute, aber man weiß nie, was so hinter der Kurve passiert. Und die Griechen sind da so ein bisschen, ja, ich will mal sagen, mutvoller, um nicht zu sagen leichtsinniger. Aber so ist das Leben. Wer am meisten Angst hat, dem passiert auch am meisten. So, deswegen, wir haben keine Angst, wir fahren hier weiter. Schlagloch rechts, Schlagloch links. Das Geröll, was meistens von den Ziegen abgetreten wird. Ja, heute mal keine Ziegen, sonst gibt es auch jede Menge Ziegen auf dem Weg. Also das kommt dann immer noch erschwerend hinzu. Also man muss schon höllisch aufpassen, aber nochmal, alles ist irgendwie machbar. Und wo der Wanderer hin will, der will er nun mal hin. Ihr könnt natürlich auch von unten zu Fuß gehen, ca. 1000 Höhenmeter. Geht auch, müsst ihr die 500 Höhenmeter hier, die wir jetzt mit dem Auto fahren, was sicherlich auch mal ganz interessant ist für den einen oder anderen, müsst ihr nur dann zu Fuß gehen. Ja. So, Freunde, Rucksack steht bereit, Kameratasche ist bereit, GPS ist bereit, natürlich auch die zwei Seiten aus dem Reisewanderführer. Ja, schauen wir mal. Hier haben wir einen Panda, da vorne haben wir einen Hund, der scheint aber ein ganz friedlicher Geselle zu sein, interessiert sich gar nicht für mich. Ja, und da haben wir wieder einen Esel. Ich weiß nicht, was soll das bedeuten, dass bei mir am Anfang des Weges immer ein Esel steht. Okay, könnt ihr euch selber überlegen. Ja, ich weiß noch gar nicht, wo es rauf geht. Ich vermute aber mal, dass wir da hoch müssen. Schauen wir gleich mal. So, okay. Ja, auch das Hundegebell ist mir ja nicht ganz fremd. So, von da hinten. Da hinten ist die, ja, ist so eine Alm, so eine Taverne, sage ich jetzt mal. Da sind wir gekommen. So das kurze Stück, da hinten steht noch das Auto. Ja, und wir müssen jetzt da lang. Und hier seht ihr schon auf dem Wanderschild, dass man auch von Volada ausgehen kann, und zwar 6,39 Kilometer, 2 Stunden 23, weil das ja auch nochmal 500 Höhenmeter sind. Das ist hier natürlich schon eingerechnet. So, und wir machen jetzt die 500 Höhenmeter, da hinten steht wieder ein Wanderschild und es sieht ja ganz gut aus. Leider gestern null Wind, deswegen bin ich gestern gar nicht gegangen und heute auch wieder null Wind, aber wir kommen ein bisschen höher, da wird es vermutlich doch ein bisschen Wind geben. Ja, kurz vor 8. Und ihr seht hier Kali Limni 2,29 Kilometer, gar nicht so viel, aber aufgrund der Steigung 1 Stunde 31. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen, ist mir aber auch wurscht, weil ich habe ja Zeit. Und gerade rauf natürlich relativ anstrengend, auf so kurze Distanz eben die Höhenmeter zu machen. Ich habe das auf Lanzarote ja letztens gemacht, habt ihr vielleicht gesehen in meinem Kanal, da waren das auch 360 Höhenmeter, ging aber so nach oben und dann braucht man halt was länger. Macht man eine Pause mehr. Kein Problem. Okay, da geht's lang. Ja, Leute, die Wegmarkierung bisher sehr gut. Auch wenn wir hier überall durch müssen. Lange Hose wäre zu empfehlen. Ich habe heute eine kurze an. Aber wenn es mich dann wirklich stört, kann ich die Kniebandagen noch runterziehen, dann passt es auch. Ja, die Wegbeschaffenheit seht ihr, ne? Steingeröll. Also bergmassiv. Und immer zwischendurch habt ihr so einen roten Punkt. Steinmännchen, was auch immer.
bisher ganz gut. Ja, und für die Freunde der Jakobswege, ne, hier mal ein gelber Pfeil. Da hinten aber wieder ein roter Punkt. So Leute, 15 Minuten. Die erste Anhöhe ist erreicht. Wasser, ich habe 2 Liter mit, also 4 kleine Flaschen. Ja, Apfel, Banane. Ne? Und jetzt schauen wir doch schon mal einmal zurück. Wir sind auf der ersten Anhöhe und das lässt sich doch schon mal richtig gut sehen hier. Ne? Also das ist schon schön. Richtig, richtig schön. So, nochmal ein Schwenk zurück. Und da sehen wir da vorne das Meer. Ja, und der Brenner steht voll. Also, es ist ein ganz leichter Wind, der tut schon gut. So Leute, ihr seht 34 Minuten. Ich habe noch eine Pause gemacht von 5 Minuten. Aber dafür haben wir schon eine ganz schöne Höhe erreicht jetzt. Ne? Und ich habe die Kamera angemacht, weil wenn ihr raufkommt in Blickrichtung, habt ihr nichts. Aber wenn ihr dann hier so rechts rüber geht, was eigentlich nach dem Weg aussieht, seht ihr da vorne wieder einen gelben Pfeil. Also hier, ne? An diesem Hutmännchen, gelber Pfeil. Ja, Freunde, teilweise echt schwierig zu finden, aber Augen auf, es gibt immer etwas. Ihr seht da vorne das kleine Steinmännchen, ja, dann seht ihr hier vorne drauf den rot-schwarzen Pfeil. Also es war immer ein Wegzeichen da, man muss nur manchmal so eine Minute stehen bleiben, sich orientieren und gucken. Und auch da drüben seht ihr, es geht weiter. Jetzt gerade war es teilweise wirklich sehr schwierig, aber so haltet auch nach Steinmännchen Ausschau, das hilft. So Freunde, 54 Minuten. So, und die dritte Anhöhe, so will ich es jetzt mal nennen, ist erreicht. Hier mal schnell drüber hinweg hier. Und wenn ihr sowas wie ein schattiges Plätzchen findet, denn das da steht uns noch bevor. So, dann da hinten sehe ich so ein bisschen was Schattiges. Ne? Egal wie viel, Hauptsache man kann Kopf, Oberkörper reinhalten und ja, mal ein bisschen abkühlen, bevor man dann hier hochsteigt. Okay. Ja, wirklich gutes Plätzchen hier, wie ich gesagt habe. Also man ist im Oberkörper beschattet und es ist windig. Also merkt euch das vielleicht, wenn ihr es mal machen wollt. Wenn ihr auch mal tatsächlich in der Hitze hier hochlaufen wollt. Ja, mir macht jetzt der Spaß, wie gesagt. Nicht jedem ist das was. So, was haben wir an? Schuhe? Ja, ich habe leider meine Mindel MFS, die mit dem Multifunktionsschaum, die sehr weich gepolstert sind, zu Hause gelassen. Warum? Kein Bock in der Maschine mit den dicken Stiefeln. Jetzt habe ich nur die Halbschuhe. Hier wäre natürlich besser ein Wanderstiefel, lange Hose. Das zu diesem Weg solltet ihr haben. Ja, wie gesagt, auf meinem Kanal Mr. Boldfish Reviews findet ihr immer so Geschichten auch so zu Wandersachen. Klar, weil ich alles dort einstelle, was ich mir irgendwie kaufe, mal kurz bewerte, mal zeige. Okay, so, ich mache jetzt mal weiter mein Päuschen und dann schleppe ich euch mit darauf. So, nochmal kurz zur Orientierung. Da hinten ist unsere Pausenstelle, so ganz geradeaus. So, und wenn ihr den Kollegen seht, dann ist er dran vorbei. Ja, wunderschön. So, wieder mal ein kleines Stehpäuschen. Hetzt euch nicht, denn wie gesagt, es sind knapp 500 Höhenmeter auf 1,5 Stunden, das ist eine Menge Zeug. So, und ihr seht, die Wolken ziehen Gott sei Dank links rüber. Da hinten kommt aber ein bisschen was nach, weil das ist so ein bisschen auch immer die Gefahr dieses Weges hier. Wenn das jetzt natürlich hier hochzieht, ja, dann haben wir natürlich ein Problem, dass wir eine ganze Zeit lang nichts sehen und nur hoffen können, dass es sich wieder verzieht. Und das Ganze hat ein ziemliches Tempo. Ja, wollen wir mal schauen. Und jetzt sind wir wirklich oben. Das Gipfelkreuz Kali Limni.
1215 Meter. Und jetzt mache ich für euch ein paar schöne Aufnahmen rundum. Ihr seht das schon und lasst euch dabei in Ruhe. So, ihr seht schon, ich bin schon wieder auf dem Weg runter und das Ganze ist natürlich eine ziemliche Kraxelei runter, ne? Deswegen vergesst die Stöcke nicht, wenn ihr das mal macht. Ihr seht das hier, das geht so und ja, rutscht nicht aus, knickt nicht um, wäre nicht gut. Okay, ich beeile mich mal. So, Freunde, ich habe auch noch vier Wanderer aus Österreich getroffen. Die waren dann oben so auf dem letzten Drittel, wo es dann wieder rauf geht, kamen die mir entgegen. Ziemlich späte Zeit zum Starten hatten sie dann selber auch erkannt, weil das Wasser lief ihnen dann wirklich schon am Popöchen runter, um nicht das andere Wort zu benutzen. So, ich bin jetzt zurück in einem durchgegangen, bis auf den einen Kamerastopp eben, wo ich nur eben den Rucksack aufgemacht habe. Und jetzt einmal hier unter diesem schönen beschatteten Baum, wo Wind geht. Na, ich hoffe, die Wahnsinnigen wollen nicht auch noch darauf. Aber na gut, das ist ja jedem selbst überlassen, was er denn so gerne tut bei der Hitze. Siehe Türki. So, ich melde mich gleich nochmal hinten vom Auto und sage euch nochmal die Zeit. So, sehr nette Leute. Sehr hellhäutig. Ich vermute, hatte so ein bisschen ja, Engländer vermutet, wobei eigentlich hier kaum Engländer sind. Aber nochmal, sehr hellhäutig und ja, dann noch mit Bikini. Und ja, der eine war schon ziemlich krebsig. Ja, bin mal gespannt. Also ich würde gerne die Zeit abwarten, aber meine Frau wartet hinten im Ort zwecks Baden. Und ich würde aber gerne mal abwarten, wie die wieder runterkommen. Ja, okay, Spaß muss sein, Leute. Gehen wir das letzte Stück noch. So, ihr seht, wir sind da. Da vorne ist dann die Taverne. Ja, und das ist auch so das Thema. Ich bin eine Stunde 13 runter. Und ja, gut, mit den zwei kleinen Stopps, sagen wir mal Stunde 5. So, dem scheint es etwas besser zu gehen als dem anderen Kollegen da mitten in der Stadt. Ich kann das aber schlecht beurteilen. Der jetzt täglich von mir gefüttert wird mit Möhren. Bekloppt, ne? Man rennt in den Supermarkt, um den Esel zu füttern. Aber ist halt so, ne? Sage mir, wie du deine Tiere behandelst. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Da oben geht ein Flieger. Ja, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen mitnehmen auf die Tour. Ihr hattet Spaß, genauso viel Spaß wie ich. Ja, ich fahre jetzt mal zurück zum Ort, lade meine Frau ein und dann am Mopi-Strand. Und du, Junge, kannst leider nichts von mir verlangen. Hier gibt es noch nicht mal so einen Grashalm. Okay. Ja Leute, wir sind glaube ich eben vom Weg abgekommen. Ich wollte euch sagen, warum man es so schnell runterschafft. Und ihr seht das hier, ne? Das Wasser im Rucksack ist ja nun warm und schöne kalte Getränke. Da macht der Dirk sich jetzt mal ran. Okay, bis zur nächsten Wanderung, liebe Freunde. Alles Gute.